mein RTL. Meins ist das jetzt. Ich übernehme den ganzen Scheiß hier. Mein RTL. Meine lieben Schlingel, das ist mein lieben Schlingeliner. Ich grüße euch. Es geht weiter. Wir nehmen einen XXL-Ausdauertrank. Das ist was richtig Nices. Den nehmen wir immer gerne mit. Da kenne ich nichts. Mir ist auch aufgefallen, Zwerg hat ja auch Urlaub angemeldet. Und ich habe mich gestern noch gewundert, warum er halt online ist. Und deswegen habe ich halt auch den Raid erstmal nicht gestartet. Aber dann, ja. Was? Ein USB-Stick? Das ist auch ein neues Item. Das kenne ich noch gar nicht. Ich muss gleich mal gucken, was man damit anstellt. Huch, bin ich ein bisschen aufgeregt. Sind das vielleicht WikiLeaks-Dokumente? Habe ich hier was Geheimes gefunden? Man weiß es nicht. Ach komm, hier 600.000, das nehme ich mit. Genau deswegen. Ja, so. Lassen wir die Seelen schreien. Locken wir Helden an. Let's go. So, können wir irgendwas ausbauen? Immer noch nicht. Olei. So, die Stufe 6. Der braucht 5 Stufen ab 25.000. Haben wir gerade mal die Hälfte. 22.000. Haben wir gerade mal die Hälfte. Da klicke ich jetzt nicht drauf, weil sonst ist es weg. Ne, der ist schon Stufe 6. 25.000. 22.000. Läuft. Das heißt, wir haben jetzt gerade mal die Hälfte davon, was wir brauchen. Hm, tipptopp. So. Guten Morgen. Was ist das? Ah, das ist als USB-Stick gemacht. Das ist sehr cool. Ist mir total entfallen. Und das ist ja hier quasi das Portal der Unterwelt. Wo wir natürlich noch keine Chance haben. Wo YouTuber verewigt sind. Shakes and Fidgets YouTuber. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie lang es dauert, bis wir auf den guten Daniel treffen. Der Schlingel. Das ist Ehrenschlingel. Den müssen wir natürlich, also da gibt's nichts, da müssen wir gewinnen. Ah, so. Sag mal hier, 484, das ist gar nicht mal so, nee, ist mir noch ein bisschen zu früh. Weil dafür halt wieder ein Epic rauszukriegen. Ja, nee, dann. Was suchst du? So, Waffenladen, Ausdauer, ja. Ach nee, Stärke, Intelligenz, ja, das brauche ich natürlich jetzt auch nicht unbedingt. Dann, ab in die Arena. Und zwar, oh Gott. Mir schwant Böses. Bei allen. Ja, genau das. Ein Rang abgestiegen. Läuft. Jawohl, das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. So, was brauchen wir hier? Ich glaube, es war eben. Was tun, bevor du dich hier volllaufen lässt? Es ist ja auch kein Dings. Es ist ja auch kein Epic-Event und nichts. Du siehst im Moment aber weder besonders müde, noch wie ein Held aus. Leute. Naja, gut, was willst du machen? Ist halt einfach so. Guten Morgen. Ich meine, klar, ich kann es verstehen, dass irgendwo halt auch ein bisschen Premium wollen sie natürlich auch ein bisschen fördern dadurch. Das macht ja schon ein bisschen Sinn. Aber es ist ein bisschen ärgerlich, wenn du dann so eine Aufgabe hast, vor allem wenn du Free-to-Play auf einem anderen Server machst. Wie soll ich denn jetzt bitte schon zwei Epics aus dem Laden kriegen? Und vor allen Dingen auch jetzt außerhalb des Epic-Events, wie oft soll ich denn bitte schon klettern, damit ich da die zwei Epics bekomme? Also es ist ja nahezu, was heißt unmöglich, ist es nicht. Also man kann mit genug Pilzeinsatz kann man alles erreichen. Ah, klar. Aber, ich habe den abgeschrieben nur noch 210. Ja, ich muss mal wieder aufladen, aber ich wollte halt auch ein bisschen haushalten mit dem Ganzen. So war zumindest mein Plan. Guten Morgen. Da kann ich mich jetzt halt nicht schlecht hinstellen und sagen, ach komm, dann machen wir einmal den kompletten Laden links und auf geht's. Das funktioniert gar nicht so gut. Schon cool, dass ich halt einfach mal bis Level 40 schon genug Früchte habe für ein Pet. Das ist schon ein bisschen geil. So, ich gebe noch nicht auf. Twitch muss doch irgendwann mal. Das ist doch nicht euer Ernst. Das sieht dann eigentlich noch recht gut aus. Nirgends eigentlich. Erde mit 140. Verballer ich schon Licht? Das wäre das Einzige, was mehr hat. Aber bei Erde, ja gut, Lilipon nervt halt wie die Sau. Aber halt 100er Quacklops und. Ich verstehe das nicht. Quacklops hat einen Angriffswert von 1600, Bofuchs hat einen von 2200 und trotzdem ist Tivic absolut unmöglich irgendwie. Und schneidet bei Bofuchs sogar, also Bofuchs schneidet in Anführungsstrichen noch schlechter ab als Quacklops, das macht eigentlich keinen Sinn, ist egal. So, mal sehen, ob wir hier auf ein, ja, 100er Lilipon, Alter, das hat ja, das, Lilipon ist OP, ich weiß. Egal, machen wir den nächsten Schritt. Gehen wir zur Tattelkönigin Ariane. Let's go.
Oh, auch nicht schlecht. 71% läuft, nehmen wir mit. Wir gehen mal wieder in den Turm, denn wir wollen immer und immer mehr Gold. Hänschen und Gretchen, wer kennt sie nicht? Bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Oh, ich habe die falsche Maske auf. Blöd, wenn man das zu spät merkt. Sag mal, Kumpel, hattest du nicht einen Auftrag zu erledigen? Ach so, 225. Komm, das ist okay. Dann habe ich 100 Treibsanduhr. Nee, nehme ich gerne. Das ist kein Thema. Oh, ich habe doch noch nichts ins Klo geworfen. Blöd, wenn man nichts fürs Klo hat. Wenn man hier die ganze Zeit nur Schlüssel kriegt. Haben wir irgendwas mit... Obwohl, ich finde schon genug Items hier auf dem Weg. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt dran denke. Hier ist die Zeit abgelaufen, bringt mir auch nichts. Ich habe nicht keine Soldaten zum Angreifen. Ein Teufelskreis. Ja, heute wird wieder eine kleine Speedclick-Runde anstehen, da ich halt ein bisschen Zeitdruck wieder habe. Aber, wie ich auch schon auf dem anderen Server erwähnt habe, hätte ich gerne von euch ein kleines Feedback, wer mag, in den Kommentaren, was euch eigentlich besser gefällt, wenn ich jetzt hier so eine Speedclick-Runde mache und halt die Alu komplett durchziehe und ihr dann seht, was da so kommt. Und dann halt nur noch das Gesamtresümee oder ob ihr sagt, nee, hier, ich hab's eigentlich lieber, wenn du dann jede Stunde so mal deine täglichen Dinge wie Arena, Waffenladen und so weiter, die Dungeons und Habitatversuche halt zusammenschneidest und daraus halt ein Video machst vom Tag, was euch eigentlich lieber ist. Ich meine, klar, ich kann verstehen, wenn ich halt die Zusammenschnitte mache, dann habt ihr logischerweise einfach mehr Action und interessante Habitatsversuche unter Umständen. Ist alles so spannend hier! Allerdings ist es auch so, wenn ich diese Speed-Click-Dinger mache, dass es vielleicht auch ganz interessant sein könnte, wenn wir ein paar Themen hätten, über die man labern kann, dann ist natürlich das dafür vollkommen prädestiniert, logischerweise. Denn hier klicke ich halt stumpf ein bisschen rum und kann dann halt philosophieren und labern über sämtliche Dinge, die interessieren oder nicht interessieren oder wie auch immer. Das heißt, vom Informationsgehalt in allgemeiner Hinsicht ist das ja natürlich interessanter. Von der geballten Ladung des Shakes and Fidgets Universums ist es natürlich interessanter, wenn ich die Zusammenschnitte mache. Das ist mir schon klar. Aber da ist halt die Frage, was kommt halt besser an eigentlich? So, den tun wir schon mal in den Kessel. Das ist aber sehr gut. Da gibt es ein bisschen Gold. Ausdauer, Stärke, uninteressant. So. In die Toilette und jetzt weg damit, brauchen wir alles nicht. Hinfort. Und du siehst irgendwie so gar nicht abenteuerlustig. Das ist halt sowas, was mich halt so fragt, so was kommt eigentlich besser an? Also was wollt ihr eigentlich mehr sehen, ne? Weil, gut, wie vorhin schon mal erwähnt, mit meinen gerade so zweistelligen Blickfahrten kann ich da natürlich kein eindeutiges Ergebnis raus ablesen. Kommt halt auch daran, dass ich halt bei RTL halt von den Thumbnails und von den Folgentiteln... klar, das sind RTL-Serien. Da sind natürlich viele, die vorbeiklicken, die halt diese RTL-Serien suchen. Obwohl halt dann auch im Thumbnail drin steht, Shakes and Fidgets und halt auch die... Ich mit meinen überragenden Photoshop-Skills absichtlich schlecht da meine Charaktere drauf klebe quasi. Dennoch verirren sich dann halt auch viele dahin, die halt nur von dem Titel angezogen werden, weil sie auf der Suche nach RTL-Serien sind. Und bei den anderen ist es halt immer so, kleine Filmempfehlungen von mir oder Serienempfehlungen, die ich ziemlich cool finde, die ich dann halt in einem Thumbnail und Titel verewige. Und da kriegen natürlich auch dadurch ein paar Klicks, obwohl es halt mit der Thematik an sich nichts zu tun hat. Deswegen kann ich bei RTL-Serien sagen schon, dass meine Klickrate höher ist, aber ich weiß auch, dass auch mehr von dem Server hier sich dann die Videos angucken. Das weiß ich halt auch. Aber so eine richtige Datenanalyse bezüglich des Inhalts außer dem Server kann ich halt wirklich nicht erheben daraus. Deswegen bin ich da halt schon ein bisschen auf euer Feedback angewiesen. Also ja, ich besser gefällt, ob ihr sagt, ach hier komm, wenn der labert, ist nicht so geil. Es ist schon ein bisschen geiler, wenn er halt einfach nur Dungeons klatscht und so, das ist interessanter. Da aber sagt, ach hier, ich höre mir eigentlich manchmal ganz gern zu. Das, tue ich mir auch gerne mal an.
dann könnte ich da nicht eher so eine kleine Richtlinie reinfinden. Klar, ich meine, momentan mache ich halt diese Klick-Klick-Videos eigentlich nur, wie gesagt, wenn ich ein bisschen was vorhab und der Tag sonst ein bisschen sehr eng wird mit Schneiden und Hochladen und Zeug. Mal habe ich halt mal so ein kleines Klick-Klick-Video rein und da bin ich halt vom Arbeitsaufwand für mich deutlich geringer logischerweise. Also, da habe ich ja nur quasi 1,5 Stunden vom Gameplay. Also, ne, weil ich ja dann nur einen Zusammenschnitt mache. Hab deutlich weniger Arbeit beim Schneiden. Das Rendern dauert nicht so lang und das Hochladen dauert auch nicht so lang. Da bin ich halt ruckzuck fertig. Ich muss halt nur noch schnell das Thumbnail zusammenklatschen. Liebevoll versteht sich, ne? Liebevoll in härtester Kleinstarbeit. Also es ist ja richtig, richtig, richtig detailverliebt, wie ich das mache. Es sind Tage der Arbeit, die da reinfließen. Ja. Aber ich habe halt tatsächlich deutlich weniger Arbeit. Und deswegen mache ich die dann halt, wenn ich keine Zeit habe. Also, ich meine, das ist schon relativ zeitaufwendig. Jetzt nicht vom Schneiden her ist es fast genauso wenig Zeit wie so auch im Thumbnail. Aber wenn ich jetzt natürlich dann hier die 300 Alu vorm PC sitze und halt warte, bis ich dann halt jede Stunde einmal aufnehme und dann wieder aufnehme und wieder weiter, das dauert natürlich schon seine Zeit. Ah. Zauberladen. Gürtelwarns. Jawohl, da haben wir einen. So, können wir irgendwas gebrauchen? Stärke, Ausdauer. Nein. Ich nehme halt Gegenstände mit ohne Sockel, egal wie gut sie sind, die fliegen weg. Denn mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen zu groß, da jedes Mal einen Sockel anzufügen. Sagte er und zerlegte die Gegenstände, um die Steine zu gewinnen. Was willst du? Das weiß ich selber, ist mir schon ein bisschen klar, aber naja, gut. Muss halt immer mal sehen, wann ich gefühlt genug Ressourcen habe, um mehr als einen Gegenstand zu verbessern. Das Blöde ist halt, was es für mich ein bisschen redundant macht, hier die Verbesserung der Gegenstände zu nutzen, ist, man levelt aktuell noch so schnell. Und ich krieg so schnell neue Gegenstände, dass das eigentlich verschwendete Ressourcen sind, tatsächlich, ne? Ich meine, wenn ich jetzt mal reingehe beim Schmied, ich habe jetzt hier 39.000 Arkane und 166.000 Stein. So, und jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Bododix Brustpanzer. Ich könnte ihn zwar 10-mal verbessern, aber wäre dann halt komplett weg. Und der hat jetzt aktuell 287 auf alles. Hier habe ich schon 290er drin. Hier 296, er lädt auf alles auf die 3, so rum. Das heißt, es dauert nicht mehr lang, da fliegt der sowieso raus, weil ich schon wieder bessere Items habe. Und da ist das für mich halt ein bisschen harte Verschwendung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und darauf habe ich jetzt so weniger Bock. Da will ich ja ehrlich sein. Ja. Wie gesagt, ist natürlich ein bisschen paradox, währenddem ich halt mich da hinstelle und jedes Mal die Steine wieder raushole, wenn ich einen neuen Gegenstand kriege, aber... Das ist es mir irgendwie wert, weil die Verbesserung halt, die leichtere ist von dem. Weil jedes Mal die Upgrades zu machen, ist halt auch dann schweineteuer, ne? Weil da mache ich einmal, setze ich das ein, hab dann das, was ich brauche und kann den Edelstein wieder einsetzen. Beim anderen ist es so, ich hau einen Haufen an Ressourcen raus, hab das Ding 10-mal upgegradet und 2 Folgen später fliegt es wieder in die Tonne, weil der nächste epische Gegenstand da ist, den ich wieder benutzen will. You see, the struggle is real. Gut, ich klicke hier ein bisschen weiter. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Glaubt es oder nicht, meine allererste Glimmerkiste heute. Wahnsinn. Ich dürfe einmal drehen. Läuft bei mir. Geil. Arena. Naja, lief so mittelprächtig. Es ist in Ordnung. Es ist tatsächlich in Ordnung. Ich kann auch zwischendurch mal die Maske wechseln. Jawohl. Also gehen wir jetzt auf... Ja... Jupp, läuft, kann ich leben. Ich habe auch ganz vergessen zu skillen. Da habe ich schon so viel Gold. Dann vergesse ich noch zu skillen. Das ist unglaublich. Das ist, das ist gar nicht so gut. Jawohl. Dann gehen wir hier noch ein bisschen auf Glück. Bald haben wir die 50. Dauert nicht mehr so lang. Oh, ein Schraubhuber. Also dumpf hier klingt, würde er militärisch sein. Wird wahrscheinlich der Stützpunkt in Bad Kissingen sein. Wieder mal Übung hier rüberfliegen. War gestern schon ein paar Mal.
Ich möchte irgendwie nochmal Infernox probieren. Gar nicht mal so unmöglich, aber egal. So, hier haben wir leider verloren. Erde, wie sieht's aus? Zweimal habe ich gewonnen. Ganze zweimal. Es lief so richtig dick. Hammerhart. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Klöppel. Ja, der Klöppel ist ja, glaube ich... Nee, stopp, der Klöppel ist ein Mage. Deswegen hatte ich auch noch die andere Maske auf. Aber... nee, hier habe ich auch noch nichts weiteres. Oder gehen wir mal ein paar Etagen durch den Wirbelsturm. Nee. Wir versuchen, Goldbonus freizuschaffen. Noch und nöcher. Genau so. Hedonisten müsste für den Krieger sein. Nicht ganz täusche. Jawohl, 299 ist zwar nur ein Punkt Verbesserung, aber immerhin. Dann... stopp. Falscher Klick. Da wollte ich hin. Schauen wir mal, ob wir den Bärenschreck auch verschrecken können. Oha. Das war ein sehr mieser Versuch. Ja, okay. Sieht eher so aus, als kämen wir hier nicht weiter. Ja, sie lässt sich ganz schön bitten. Die Kleine. Nee, da kommen wir nicht weiter. Aber ich habe noch ein bisschen Motivation, noch ein paar Pilzchen zu verballern. Und deswegen würde ich 10-mal den Wirbelsturm machen. Vielleicht muss ich da ja nicht mal 10 Pilze dafür ausgeben. Das ist ja auch so die Sache beim Wirbelsturm. Das ist schon wieder eingespart. Noch einer gespart. Wunderbar. Als weiter. Oh, da ist schon wieder mein Inventar voll. Gürtel wollte sie haben. Also ist das alles uninteressant. So, weiter geht's. Wunderbar. Schade. Müssen wir doch wieder Pilze verballern. Ah, hier kommt man doch relativ gut. Jawohl, 226. So muss das sein. Als weiter leveln. Leveln. Wunderbar. Das ist ja hier. Es geht ja wie es Katze mache. Wahnsinn. So, geschickt Ausdauer. Brauchen wir noch einen Kessel. Du hast keinen Sockel. Du hast das falsche Attribut. Falsches Attribut. 488 bei Int. Da müssen wir hin. Geht zwar ein bisschen Rüstung flöten, aber das ist egal. Jawohl. Steingewinnung. Jawohl. Hinein damit. Dann müssen wir noch verzaubern. Das müsste eigentlich First Strike sein, oder? Ja, genau. Gegenstand ist. So, weiter geht's. Jawohl. Oh. Nice. Das war wieder ein richtig guter Run mit kleinen Pilze-Einsatz. Also richtig. Es geht ja mal richtig rund hier. Ist ja richtig geil. So, du kommst wieder in den Kessel. Kein Sockel. Haben wir hier was ausgetauscht. Weiter geht's. Das ist leider fast jedes Mal Pilze. Schade. So, da sind wir bei 190 angelangt und haben heute wieder ganz schön Boden gut gemacht. Das ist richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Ich habe schon wieder 12 Millionen beieinander. Das heißt, ich könnte hier sogar auch noch die 10-mal skillen. Yep. Hier dürfte es sogar auch noch gerade so mit 10-mal ausgehen. Yep. Sehr schön. Ja, wunderbar. Ja, also, ne? Supi. Richtig geil. Auch nochmal ein Level-Up gemacht. So muss das sein. So muss der Tag laufen. So, hier habe ich leider immer noch nicht genug Seelen, um alles auszubauen. Ist halt einfach so. Kannst du nicht ändern. Kommen wir zum wichtigen Part. Wir gehen in die Ehrenhalle. Let's go. 433, die aktuelle Platzierung. Ja, wie gesagt, ich kämpfe mich da hoch. Die Gilde auf Rang 10. Da sind wir grundsolide. Die Festung Rang 367, die Pets 346 und die Unterwelt 365. Ja, und die zwei da oben, die wuseln da schon gut voran. Also da bin ich, das, klar, bei der Unterwelt ist es ja auch so, sobald man dann den Serverstärksten gelegt hat, hat man die meisten Ehrenpunkte und dann geht es halt erstmal nicht mehr weiter, bis jemand ein höheres Level hat, den man dann abfarmen kann. Aber das ist noch ein wenig bis dahin. Aber für heute würde ich sagen, war es das dann erstmal. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Grüßt eure Eltern, besonders Vater und Mutter. Wenn ihr niemanden seht, dann braucht ihr nichts zu sagen. Bis morgen.